Wir wissen genug über den Klimawandel. Zeit für Entscheidungen. Anpassung an den Klimawandel. Was heißt das? Wir haben uns doch schon immer an Klimaveränderungen angepasst. Also was ist neu an der Anpassung, von der heute die Rede ist? Und sollten wir uns nicht auf andere Herausforderungen konzentrieren, wie Bildung, Arbeitslosigkeit oder wirtschaftliche Entwicklung? Klar, das Klima hat sich schon immer verändert. Aber der aktuelle Wandel, verursacht durch unseren Ausstoß von Gasen wie CO2 und Methan, die den Treibhauseffekt der Atmosphäre verstärken, vollzieht sich viel schneller als jemals zuvor. Das Ergebnis: die Erde erwärmt sich. Und das hat schon jetzt spürbare Folgen. Gletscher schmelzen schneller als erwartet, der Meeresspiegel steigt und auch Dürren und andere Extremwetterereignisse wie Wirbelstürme nehmen sehr wahrscheinlich zu. Dadurch werden unsere Lebensgrundlagen und das Zuhause vieler Menschen gefährdet. Infrastruktur, Kommunikation und Handel leiden darunter. Betroffen sind vor allem die ärmsten Menschen der Welt. Okay, der Klimawandel findet also nachweislich statt. Wie drastisch er sich entwickelt, hängt von unserer Art zu leben und zu wirtschaften ab. Heißt das dann nicht vor allem, dass wir unsere CO2-Emissionen reduzieren müssen? Selbst wenn wir die Emissionen sofort stoppen könnten, würde sich die Erde aufgrund der bisher freigesetzten Treibhausgase zunächst weiter erwärmen. Deshalb müssen wir beides tun: den Ausstoß von Treibhausgasen reduzieren und uns an den unausweichlichen Klimawandel anpassen. Aber wie können wir uns anpassen, wenn wir die genauen Auswirkungen nicht kennen? Tatsächlich können Klimaprojektionen die Zukunft nicht exakt vorhersagen. Eben auch, weil die zukünftige Entwicklung des Klimas von unseren Entscheidungen in den nächsten Jahren abhängt. Aber brauchen wir überhaupt exakte Voraussagen, um zu handeln? Nein. Wir treffen ständig Entscheidungen, die auf Erfahrungen, Fakten oder Einsichten basieren, ohne dabei genau zu wissen, was die Zukunft bringt. Und obwohl wir nicht alles über die Zukunft wissen, wissen wir genug. Wir können handeln. Aber wie? Hauptsächlich müssen wir die aktuellen und die zukünftigen Folgen des Klimawandels immer im Hinterkopf haben. Aus Klimaprojektionen folgen keine genauen Vorgaben, doch sie können als Leitplanken der Planung dienen. Wir müssen abwägen, ob Entwicklungspläne und Projekte vom Klimawandel betroffen sein könnten und ob diese klimafreundlich sind. Eine mögliche Folge des Klimawandels sind veränderte Niederschlagsmuster. Das kann sowohl zu Dürren als auch zu extremen Regenfällen führen. Manchmal sogar an ein und demselben Ort. Wie müssen Flächennutzungspläne geändert werden, damit sie flexibel auf solche Veränderungen reagieren können? Wie können Auswirkungen auf Wirtschaft und Bevölkerung minimiert werden? Küstenstädte weltweit werden vom Anstieg des Meeresspiegels und durch Extremwetterereignisse bedroht. Was können Stadtplaner tun, um ihre Städte klimaresistent zu machen? Was sind die am besten geeigneten Anpassungsoptionen? Klare Kriterien wie Dringlichkeit, Kosten, aber auch politische sowie soziale Akzeptanz können helfen, Anpassungsmöglichkeiten zu beurteilen. Wie Hochwasser- und Überflutungsschutz, Verbesserung des Abwassersystems, Feuchtgebietssanierung und Küstenmanagement. Anpassung ist ein Lernprozess. Wir müssen unsere Anpassungsstrategien kontinuierlich optimieren und Anpassung zu einem wichtigen Thema auf allen Entscheidungsebenen machen. Dazu gibt es viele Informationsquellen, zum Beispiel Online-Plattformen wie CI Grasp. Wir müssen sowohl unsere Treibhausgasemissionen reduzieren, als auch uns an die Folgen des Klimawandels anpassen. Und wir müssen jetzt damit anfangen. Heute gemeinsam.
bezieht Entscheidungsträger ein, verstärkt das Verständnis für den Klimawandel, hilft das Bewusstsein der Gesellschaft für die Notwendigkeit der Anpassung zu schärfen. Das sind wichtige erste Schritte. Denn sich auf mögliche Auswirkungen vorzubereiten, ist wesentlich besser als den Folgen des Klimawandels unvorbereitet ausgeliefert zu sein. Wir wissen genug. Lasst uns handeln.